Tja, hier weiß ich gar nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Uff. Hier bin ich echt am Arsch. Ich hab's gesehen. Maxi. Ich finde, wir sagen noch nichts, oder? Ja, okay, dann sag ich auch noch nichts. Maxi ist tot? Okay. Wo? Das könnt ihr zumindest schon mal sagen. Okay, I know. O2, wo ist O2? Ah, hier. Okay. O2 war... Okay, dann war Kalle oder unten links. Ganz links. Nein, 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 warte mal. Also, Jay war die ganze Zeit bei mir. Und Jay hat ihn jetzt reported. Ja, Jay war es nicht. Jay, aber Jay war doch oben rechts am Anfang, ne? Aber ich habe auch gerade Maxi noch lebendig gesehen. Ja. Also ganz kurz, Jay und ich sind gleichzeitig in den Raum gegangen. Ich bin direkt rechts an die Wires. Und Maxi ist ganz unten bei mir im Bildschirm noch angezeigt gewesen. Und auf einmal reportet Jay ihn. Ja, okay. Also, ja, Mann, ich weiß halt, wer also, der Mörder ist. Also. Ja, wer ist es denn? Dann sag doch mal was. Aber das ist doch lustig. Lass doch ein bisschen noch reden. Ja, aber rede doch noch ein bisschen. Für mich bist du es gerade. Ja, okay, noch nicht. Aber ich kann es gleich sagen. Aber wo waren denn die anderen so? Ray, Dalu und ich waren quasi mehr oder weniger zusammen. Ray, Dalu und ich. Okay, das heißt, Sebastian, Mike und Dizzy haben noch keinen. Also ich habe das Licht gefixt gerade eben. Habe Sven auch in den Kameras stehen sehen. Das Licht habe ich gefixt, by the way. Okay, okay, reicht mir selbst. Nein, stopp. Dadurch, es gab zwei Lichter. Das zweite habe ich gefixt. Das erste hast wahrscheinlich du gefixt. Ich bin danach rübergelaufen zu Laboratory und stehe da in der Rakete. Bei dem ersten war Mike aber auch da. Also er wollte auch das erste machen. Ich bin, nachdem wir ja oben rechts im Labor waren, bin ich durch die Luftschleuse nach unten und stehe jetzt gerade an diesem Table da, wo das... Cool. Nils, du? Ich bin gerade an Maxi vorbeigelaufen, dann an Kalle und bin oben rausgelaufen zu Elektro. Okay. Alles klar. Okay. Also voten wir jetzt oder voten wir nicht? Das Blut ist... Klar. Ich habe halt Nils beim Killen gesehen. Ja. Was willst du da machen? Also, den muss ich halt voten. Wie? Ich stimme dem zu. Ich finde das ein bisschen gemein. Ich wähle den anderen. Okay. Wer ist der andere? Kalle und Nils. Kalle? Ach, Dalu. Oh, Mike, Mike ist der andere. Aber Dalu macht sich einen Spaß, neben zu ärgern. Und nee, ich vertraue Dalu hundertprozentig. Mike ist jetzt auf der Abschutzliste. Hey, unangenehm. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht gerade. Oh, ich mach einfach meine Quest. Hallo, Mann, ey. Also, bei TeamSpeak kann man sich auch muten, das ist so eine... Ja, also der tut mir echt leid, der war echt ein bisschen doof. Schmeißen wir Sepp raus, weil der ja cool ist und dann haben wir ja... Also, ich würde sagen, aus Fairnessgründen schmeißen wir Sepp raus, weil der nee, wieder mal gemutet hat. Also, ich habe wirklich einen Grund, warum ich das gemacht habe. Und zwar wollte ich mal nochmal wissen, warum Dalu jetzt Mike gewählt hat. Er hat gesagt, er wählt den anderen Imposter. Oder den anderen, hat er wortwörtlich gesagt. Deswegen würde ich nochmal wissen, was jetzt mit Mike eine ist. Geschichte. Das hat mich auch vom Boot abgehalten, tatsächlich. Momentan nur an... Fantasieausdenkungen, aber die wird mit der Zeit, könnte... Mit der Zeit wird die Geschichte besser. Die könnte noch zur Realität werden. Du musst auch ein bisschen Zeit geben, dass ich die gestalten kann. Das ist so geil. Kann ich mal gerade erfahren, was gerade passiert ist? Ich bin immer full mute. Hat da jemand geredet? Ja, Sepp ist nie full mute. Sepp hat gesagt, ich laufe jetzt dadurch hinterher und knall den ab. Ich bete immer so ein bisschen. Sepp sagt, er macht seine Aufgaben. Also ich finde halt, der darf halt eigentlich nicht mehr reden. Also es sollte halt rausgeschmissen werden. Ja, aber vielleicht hat Sepp noch 7 Tars. Also Sepp jetzt voten und Mike im Auge behalten. Ich würde Sepp voten. Weil er ein confirmter Crewmate ist. Finde ich gut. Ich meine, es ist eure Aufnahme, müsst ihr wissen. Ja. Es wäre halt auch fairer für den Imposter, der übrig bleibt. Natürlich, ich bin ja, da. Ja, ist ja klar. Ist halt, schon okay, also, wenn ihr das einmal Sepp rausschmeißt, wähle ich den anderen. Okay. Okay, dann wählen wir den anderen. Wirklich jetzt, raus, nee, jetzt nicht. Was soll denn das? Ja, ich wurde vorhin auch gekickt, weil ich gesagt habe, ich finde es witzig. Ich habe auch für Kalle vorhin gewotet, dann kann Sepp auch gehen. So, tschüss. Sepp, ich habe dich nicht gewotet. Ich hab dich gewonnen. Ehrenlose, ey. Ich auch nicht. Ehrenlose. Und gewonnen. Ich mache jetzt meine Aufgaben. Muten bitte. Oh Mann, ey, was für eine Runde. Was für eine Runde. Kann ich Ray irgendwie in irgendeiner Form helfen? Oh ne, nicht schon wieder. So, ich bin jetzt extra nochmal hochgelaufen, um mich mitzunehmen. Mhm. Kalle liegt da tot.
Warte mal, aber Kalle, Kalle war schon vor dem Reaktor tot. Ich sehe unten Kalle tot. Ich weiß, dass Lalu oben ist. Ich denke mir, scheiße, wenn ich jetzt reporte, bin ich selber schuld. Lauf hoch, um euch zu holen. Lauf. Ja, so war es ein bisschen schlimmer, weil wir wussten schon, dass Kalle tot ist. Also ich habe schon auf den Vitals gesehen vor geraumer Zeit. Aber wenn ich der Mörder wäre, Dalu, und sehe dich da oben, dann laufe ich doch nicht da hoch. Wieder, oder? Nee, aber du hast einfach als Mörder das gemacht, was du wolltest. Du wusstest, wo die Leiche ist und wolltest sie mit uns entdecken. Und pass auf, ich sag dir vielleicht, was passiert ist. Du hast den Kill unten links gemacht, bist unten rausgelaufen, bist nach oben wieder zum Strom gekommen, wo Jay und ich waren. Sven und wolltest mich, mit uns mitlaufen, Sven, um die Sven Leiche müsste zu mich entdecken können, wenn er es gesehen hat, weil Sven war beim Medbay auf dem Scanner, kurz bevor der Reaktor gemacht wurde. Und dann da habe ich Mike sogar gesehen und Sven kam mir entgegen. Also Mike war wirklich auf dem Scanner, aber ich habe Mike nicht gesehen. Mike war unten bei den Kabeln vor dem Schleusentor. Ja, deswegen. Wollt ihr sagen, Ray ist es oder was? Ja. Nee, also ich verstehe den Verdacht auf mich tatsächlich. Ich wollte Jay eigentlich so hart gelacht, weil er auch schon direkt dachte, Mike ist es, oder offensichtlich ist. War das gerade Mike irgendwie Kalle gekillt, aber ich wusste das mit dem Vitals nicht. Also vielleicht kann es natürlich gewesen sein, weil ich nicht weiß, wie lange er tot ist, aber Mike hat recht, er stand Labor, und zwar vor dem Reaktor noch, war das, oder? Müsste vor dem Reaktor gewesen sein, bei den Kabeln vor dem Schleusentor-Ausgang quasi. Und als ich dann wieder weggegangen bin, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich bin weggelaufen, weil ich dachte, oh nope, sterben möchte ich trotzdem nicht. Und dann habe ich aber gesehen, dass Sven mir entgegengekommen ist. Vom Kill-Cooldown, wenn er vorher gestorben sein sollte, könnte er eigentlich Sven töten. Also ich glaube, er hätte es schaffen können. Also es ist Ray. Ich bin Mike. Sowas von nicht. Das wir müssen es ja noch nicht jetzt machen. Ja, ja, ich würde mich gerne voten, dann okay, ist dann Ray machen wir das Mike. Doch noch. Dann mache ich nochmal ein Meeting. Oh snap. Oh snap! Wo ist ein Ray gerade? Dass wir ihn zumindest ein bisschen in die Hände spielen können. Ray, da ist Ray. Ja, du hast mich gerettet! Er stand ja auch noch da. Er hätte einen getötet und hätte dann den anderen geblamed. Ja, das stimmt. Alter, Leute. Also werft mich bitte, bitte raus, aber ihr werdet so failen, ist unfassbar. Der Grund, warum ich gedrückt habe, war aber ein anderer, weil ich war ja nicht bei euch, ich war ja am Button. Ich stand an Admin und es waren halt 4 Leute Electric, dann sind 2 O2 gegangen und dann war einer relativ instant weg. Und ich dachte, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu reporten, weil wenn alle anderen zusammen waren in einem Zweier-Stack, wäre das aufgeflogen. Aber also Electric, das ist passiert. Electric waren Ray, Jay, Dadosh und ich. Dadosh ist dann nach rechts gelaufen. Ich bin Dadosh hinterher, weil ich mit meinem Task durch bin und dachte, ich hole mir jetzt dann Ali. Als ich Dadosh wiedergesehen habe, kam aber gerade aus der anderen Richtung Sven. Sven ist als allererstes Specimen gelaufen. Wenn du Imposter bist, warum solltest du alleine in ein Gebiet leben, wo niemand mitgelaufen ist? Ist Ray oder Mike? Nee. Ja. Ich muss Aufgaben nachholen. Ich stand eine halbe Stunde in den Kamera. Alles gut, aber das ist so, da willst du als Imposter nicht hin, wenn keiner mitspielt. Mein Verdacht geht auch auf Ray, aber ihr könnt gerne auf beide machen. Es ist immer Ray, Mann. Aber könnte Jay nicht einfach lustig gelacht haben, weil er dachte, ich schmeiß jetzt mit ihm Mike raus, weil er schon wusste, Ich hab vorhin gelacht, weil ich es mit dem Vitals nicht wusste. Ich dachte, Mike hätte gerade Kalle gekillt, kam nach oben, um zu fliehen oder sowas. Nee, aber so plump mach ich es nicht. Ja, also ich weiß. Aber es ist doch ganz einfach, was wir machen. Ich würde für den Gag Mike voten. Es ist doch ganz einfach, was wir machen. Wir voten Mike und wenn das tatsächlich nicht ist, dann votet ihr danach mich. Ja, aber dann kann es knapp werden, ne? Das geht und dann könnt ihr dann Rätsel rein, wer es ist. Aber warum dann nicht erst Ray und dann Mike? Können auch gerne erst mich voten, das ist mir scheißegal. Das ist ja deine Entscheidung, Sven. Ach Mann, Dalu. Also machen wir jetzt Mike. Jeder entscheidet hier sich. Macht mich ruhig, alles gut. Ja, dann mach ich da los. Halt. Einfach den Random-Faktor. Ich bin eh gleich mit meinen Sachen durch, also dann haben wir Sorry, ey, das ist doch wahr. Wir verlieren noch. Und ich dachte, Dalu wäre ein guter Detektiv. Ich hab dich nicht rausgeschmissen. Oh, das wird echt schwer für Ray. Wow, der Teleport. Ray, der Sidestep. Da habe ich die letzte Task fertig gemacht. Glückwunsch! Immer ist es Ray. Oh, immer ist Ray. Es nervt aber auch. Was? Aber du bist das ja auch nicht. Wir haben immer gesagt Ray oder Mike. Ja, also das war du hast immer in jeder Folge gesagt Mike oder der und der, Mike oder der und der. Ja. Aber es ist ja auch immer Mike. Das ist mal, wenn sie halt mehr vertrauen. Ich hatte gesagt, jeder votet jetzt. Ich habe Mike vertraut. Also ja. Ey, Ray.
und Dalu, deine Aussage, ja, du hast Mike nicht getötet, sag, was du sagen willst, dann sag ich, was ich sagen will. Es, nein, ey, Ray, ohne Scheiß, es tut mir wirklich so leid. Ich hab dich voll im Stich gelassen, Jiro. Es tut mir leid. I'm sorry, ich hab so verkackt. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand's zwar auch nett, dass du mir helfen willst, dass du ständig Lights drückst, weil im Prinzip ist ein guter Move, aber ein paar Mal hätte ich dann doch gern Seismic oder sowas gemacht, um die Gruppe mal ein bisschen, zumindest mal für einen kurzen Moment zu spalten, aber ich hatte ja nicht mal eine Chance, das zu drücken. Da gab schon wieder das Licht aus. Wir sind wieder alle beim Licht. Was soll ich jetzt machen? Ich hab so eine richtige Anti-Mate-Runde gespielt. Aber sowas von. Du siehst aber sehr gut aus in den Kameras. Aber vor allem direkt nach dem einen Meeting direkt das Licht aus. Der hat einen Kill-Cooldown. Der muss etwas machen. Was soll ich jetzt machen? Ich hab so eine richtige Anti-Mate-Runde. Ich kann da ja jetzt nur hinlaufen. Oh Mann, ey. Oh Mann. Und Jay steht neben mir. Ich hab Maxi alleine im Raum. Könnt den Kill drücken, Leertaste und es passiert nichts. Ich lauf Maxi hinterher. Oh nein. Ja, ich dachte mir auch so. Ich kann unten entkommen, du kommst rein und bist direkt wieder raus. Ich dachte so, okay, er wollte als mal erst gucken, ob da welche sind. Und dann renne ich einfach weg. Und so, hoffentlich steht hier jemand, da steht ein Jay und das war so scheiße. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Mit euch macht das schon gar keinen Spaß mehr, weil egal, ob du einen Sidestep machst oder nicht, jeder weiß instant, dass du es bist. Du kannst keinen Sidestep machen. Ich habe aber auch den Lian gesehen, wie er das Blut spritzte. Ich habe dich in der Kamera spritzte. So. Oh, das war so dämlich, ey. Das blutverschmierte Messer. Aber das wird mir auch passieren, ganz ehrlich. Also das kann mir auch easy passieren. Ich wollte das eigentlich Kalle in die Schuhe schieben, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil Jay so überzeugt davon war. Ja, hast du auch direkt vor den Augen gemacht. Nee, das war halt so. Ja, moin. Da seid ihr wohl bei der letzten Folge angekommen und habt euch die bis zum Ende angeguckt. Ich möchte mich bedanken, dass ihr euch die Folgen angeschaut habt. Dass ihr quasi mit interagiert habt in jeglicher Form, ob es ein Däumchen ist, ob es ein Kommentar ist, ob es ein Abo ist und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen zu mehr Among Us. Ich taue langsam sehr auf, möchte ich sagen. Ich nehme ein bisschen mehr teil an der ganzen Gruppendynamik und ich finde es sehr, sehr schön. Ich freue mich wirklich auf die nächste Woche. Lasst es euch gut gehen, wann auch immer ihr das schaut. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis dann, Dansen. Tschö.